Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. In einem der letzten Videos habe ich euch meine Field-Kits vorgestellt, meine PK-Päckchen. Und heute will ich euch erklären, wie ich von der Größe eines Field-Kits zu der Größe umgestiegen bin, was das für Hintergründe hat und was hier alles drin ist. Viel Spaß! Ich habe es gerade schon gesagt. Ich habe tatsächlich eine ganze Weile diesen Klumpen mit mir rumgeschleppt. Zum anderen die schwere Variante. Das Field Kit, wo ich alles Mögliche reingepackt habe, von dem ich dachte, das brauche ich. Jetzt habe ich festgestellt, also ich hatte das eine Weile in meinem EDC-Arbeitsrucksack, hatte das immer dabei und es hat den Rucksack echt schwer gemacht, ne? Also dieses Pack wiegt 1,2 Kilo, 1,2, 1,3 Kilo und das ist halt nur das Päckchen. Und habe dann festgestellt, erstens, ich habe es dann auch mal rausgenommen und dann auch nie wieder mitgenommen und das nützt mir natürlich gar nichts. Ich habe dann drüber nachgedacht, welches der Items, die ich hier drin habe, ich eigentlich am meisten brauche und habe die ein bisschen zusammengeschrumpft und das ist dabei rausgekommen. Dazu muss ich sagen, also natürlich kann nicht alles, was hier drin ist, auch da drin sein. Ja, das kriegt sogar der Dümmste mit, ja. deswegen habe ich das jetzt erstmal zur Ruhe gesetzt, also die Größe. Nehme das jetzt täglich mit und habe aber nochmal ein großes Pi-Päckchen mir zusammengestellt. Das ist natürlich etwas leichter, aber immer noch schwer genug. Und da will ich mal sehen, wie sich das durchsetzt. Und was da jeweils drin ist, das zeige ich euch. Ja, wie bereits angesprochen, habe ich jetzt mittlerweile die zwei Packs. Einmal das große, die Firma decke ich mal ab, und einmal das kleine. Ich zeige euch heute erstmal im Schwerpunkt, was ich in dem kleinen dabei habe, was ich jetzt auch tatsächlich immer mitführe. Und ihr seht schon, es ist wirklich sehr minimalistisch. Ich habe das auch bei Instagram schon mal gezeigt und die Inhalte gezeigt. Hier wollte ich es einfach noch mal ein bisschen erklären. Was ich hier habe, das ist ein Notebook-Cover von Ride in the Rain. Also wirklich sehr, sehr klein. Ihr seht, ne? Passt in der Hand rein. Und ich habe hier halt die Dinge drin, von denen ich weiß, dass ich sie relativ oft brauche. Zum einen habe ich dieses Teil hier drin, was ich wirklich erstaunlich oft brauche. Das ist nämlich ein kleiner Schraubendreher mit verschiedenen Bits, mit verschiedenen Aufsätzen, Kreuzschlitz, normal, also alles Mögliche, was man braucht, ist da drin. Das ist so ein Werbeteil, nicht wirklich teuer, aber hat sich wirklich bewährt und ich muss sagen, ja, ist immer gut, wenn man was zum Schrauben dabei hat. Ansonsten habe ich hier drin Kabelbinder, ne, verschiedene Größen. Habe ich einfach mal hier vorne reingepackt. Kann man eben auch immer gebrauchen. Und dann klappen wir mal auf und ich zeige euch, was drin ist. So. Hier drin, was ich wirklich auch nicht mehr wissen möchte, ist die kleine Knipex. Ja, ich führe nicht immer oder ich habe nicht immer ein Multitool dabei. Und wenn ich das Multitool nutze, dann ist das häufigste, was ich nutze, die Zange. Ja, und deswegen habe ich die dabei, die Knipex. Ich habe immer ein Feuerzeug mit ein bisschen Tape dabei. Das kann man einfach immer gebrauchen, weil ich nicht Raucher bin. Ich habe zwar meistens eins auch in der Hosentasche, aber habe hier nochmal eins. Zu Ersatz oder als Ersatz. Dann hier Sekundenkleber. Das ist eigentlich egal, welche Firma das ist, aber das kann man immer gebrauchen. Kommt hier mit rein. Damit ist die eine Seite schon leer. Jetzt kommen wir zu der anderen Seite und hier habe ich drin so ein kleines Bubu-Kit. Ne? Also hier drin sind Pflaster, gar nichts Großes zum Verbinden, aber ich bin so, ne, immer wenn ich mich geschnitten habe, suche ich dann hektisch irgendwo Pflaster und so habe ich sie in meinem Kit einfach mit dabei. Dann habe ich hier noch ein bisschen Tenacious Tape, also so Reparatur-Tape,
Gibt es auch von verschiedenen Firmen. Hier habe ich es von Gearade. Das ist wirklich, wenn man mal kurz irgendwas von seinen Outdoor-Klamotten kleben will, ist das wirklich hervorragend. Und die Größe reicht mir auch aus. Ich sag mal noch so als Zusatz zu dem Tape, was ich eh dabei habe. Dann habe ich noch ein bisschen Gase, einfach so eine Mullkompresse, eine kleine. Die ist hier mit drin. Und hier ist mit drin auch etwas, was ich durchaus des Öfteren gebraucht habe, nämlich ein Maßband. Und das sind tatsächlich die wesentlichen Inhalte. Was hier noch fehlt und was ich noch rein tue, ist Never Go Nowhere Without Schnur. Ja, also ein Stück dünne Schnur. Und Simsalabim, hier ist die Schnur, weil kann man einfach immer gebrauchen. Never Go Nowhere Without Schnur. Und was ich noch dazu packe, ist eine kleine Taschenlampe, weil das hat mir im ursprünglichen Setup gefehlt und Grüße gehen raus an die Jungs und Mädels, die bei Instagram noch gesagt haben, eine Lampe müsste mit rein. Natürlich, ja. Was ich auch noch mit dazu tue, ist ein Sharpie oder irgendeine Art von Stift, weil auch das immer fehlt. Und damit habe ich schon einige Tools hier mit dabei, die man einfach immer dabei haben kann. Die Idee hinter meinen Field Kits oder hinter meinen Pee-Päckchen ist nicht, und das verwechselt bitte nicht, wenn ihr euch das draußen anschaut, das soll kein EDC-Kit sein, was ich jetzt in meiner Tasche immer dabei habe, also in der Hosentasche. Das soll auch nicht mein Survival-Kit oder sonst irgendwas sein. Das Field-Kit oder das Pee-Päckchen ist draußen so der Werkzeugkasten für alles, was passieren kann. Das deckt das zu einem großen Teil ab, ne? Ich habe für kleinere Reparaturen immer was dabei. Es funktioniert aber auch aus meiner Bedingung oder nur mit den Bedingungen, mit denen ich arbeite. Ich habe immer ein Messer einstecken. Daran ist auch immer eine Schere. So. Das heißt, ich kann darauf schon verzichten. Ich habe deswegen andere Sachen hier drin. Aber es funktioniert sozusagen in dem, was ich eh in meinen Taschen dabei habe. Also sozusagen der Werkzeugkasten. Und das nochmal erweitert in der etwas größeren Tasche. Hier drin auch nochmal ein paar Dinge, die man so, von denen man einfach sagt, gut, wenn ich es dabei habe, ja. Und damit kann ich einfach ein paar Dinge reparieren, ein paar Dinge improvisieren und komme besser durchs Leben. So, das Kleine, hier das Große. Ich habe mir natürlich auch gleich mal eine neue Tasche geleistet. Firma werde ich jetzt hier nicht nennen. Genau, und da habe ich sozusagen den Rest reingepackt, von dem ich weiß, das ist natürlich auch Handy zu haben, aber was ich wahrscheinlich nicht immer mitführen werde. Und dann zeige ich euch auch, was da mal so drin ist. Da haben wir zum einen auch nochmal Kabelbinder, Tape und Alkoholpads. Ja. Dann habe ich hier drin mein Nähzeug. Das ist tatsächlich was, das würde ich gerne in kleinerer Form vielleicht noch mit in das andere Päckchen packen. Also wenn ihr das nochmal näher sehen wollt, was hier drin ist, guckt euch gerne das alte Video an, weil ich es da nochmal explizit beschreibe. Und ansonsten, na, wenn ich das jetzt aufmache, so, das ist tatsächlich was, das fehlt mir im kleinen Kit am meisten, in diesem hier, weil ich auch das relativ oft benutzt habe, nämlich Batterien. So, ich wusste immer, ah, Batterien sind in meinem Pee-Päckchen drin oder in meinem Field Kit. Das fehlt mir jetzt so ein bisschen in dem Kleinen. Dafür nehme ich das Große mit. Das macht es natürlich aber auch so schwer. Ne? Ansonsten auch noch mal ein paar andere Bits. Hier ist noch mal ein Feuerzeug, den Maßstab letzten Endes noch mal, ne? Die Mini-Variante, wenn man was noch mal was Stabiles braucht, was mit dem Maßband nicht zu machen ist. Und ich habe hier noch mal ein extra Tool. Ja? Und auch hier natürlich Schnur, 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 Schnur. Beziehungsweise hier im Wesentlichen nochmal ein bisschen Bungee-Cord und ein bisschen anderes, also ein bisschen Paracord. Das kann man immer gebrauchen. So, und ich glaube, dieses, das kann man immer gebrauchen, ist genau der Ansatz jetzt bei dem großen Kit. Ja, ihr seht, so viel ist jetzt gar nicht drin. Ich habe hier aber auch noch Luft. Aber die Items hier drin, die Batterien, das Tool, das macht auch dieses Kit relativ schwer. So, und wir haben ja gelernt, was schwer ist, nehme ich nicht mit.
im blödesten Fall. Und deswegen wird das so mein Kit, was ich vielleicht im Auto mit dabei habe oder was ich nochmal irgendwo mit unterbringe, wird aber nicht das sein, was ich täglich dabei habe. Ansonsten Grüße gehen raus an die an das Team von der Epic Group. Von denen habe ich nämlich diese schönen Patches bekommen. Die könnt ihr auch auf deren Internet, auf deren Seite gut sehen. Und das ist nämlich mein kleines Zeichen für mein Prepared Päckchen. So ist es. Und das war sie nun. Der kurze Ritt durch einmal das kleine Mini-Pi-Päckchen und das etwas größere. Also nochmal vom Vergleich. Wir sind jetzt von den 1,5 Kilo. Hier ist auch noch ein bisschen was drin. Ich guck gleich nochmal rein, was. zu den beiden Varianten. Das hakt natürlich hier und da. Und vielleicht ist manchmal auch hier was drin, was ich oder etwas nicht drin, was ich gern gebraucht hätte. Zum Beispiel die Batterien. Und da muss ich mir noch was für einfallen lassen. Wenn ihr noch Ideen habt, was hier reingehört, ne, viele Ideen kamen schon von Instagram, dafür schon mal vielen Dank, aber immer gerne in die Kommentare, was gehört für euch noch in so ein Pi-Päckchen, in ein Field-Kit rein. Ja? Field-Kit, ich sag's nochmal, zum Reparieren, zum immer dabei haben, wenn mal was ist. Ja? Immer gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Bleibt prepared, geht raus und tut Dinge. Ciao. Denn hier jetzt noch eigentlich drin. Ach du. Ja, Imbus können wir mal gebrauchen. Leere Tüten können wir mal gebrauchen. Tape. Naja. Und noch mehr Kabelbinder. Naja.